Ja, hallo und herzlich willkommen ganz kurz zu diesem Update bezüglich Bitcoin. Während mein Känguru-Steak in der Pfanne brutzelt, ganz kurz in der Mittagspause, möchte ich mir mal ganz kurz Zeit nehmen, euch ein kleines Update zu geben. Wir sehen hier in diesem Tracker, den ich hier damals letzten April eingekauft hatte, als ich davon überzeugt war, dass sozusagen Bitcoin Low für eine Zeit lang eventuell das Zeitliche gesegnet haben könnte. Dann hatte ich damals so bei 2,11 ungefähr eingekauft und dann hier bin ich dann letztendlich irgendwo rausgegangen mit einem guten Profit, so im Juni, Juli rum, Teilprofit und dann hier in den weiteren Teilprofit bei etwa 400. Und wir sehen hier ganz deutlich, dass wir, also sozusagen diese kleine Hosse, die wir hier im Sommer zu verzeichnen hatten, Bitcoin-Preis, doch einigermaßen deutlich der Neige zugeht. Und ich werde euch jetzt gleich in einem anderen Graph, wo das Ganze noch besser verdeutlicht, weil das ist hier nur der Tracker sozusagen. Das heißt, diese Zahlen hier, die haben jetzt nichts mit dem aktuellen Bitcoin-Preis zu tun, sondern es ist einfach nur ja, letztendlich ein Produkt, ein Finanzprodukt, wo man ja letztendlich dann auch jetzt hier zum Beispiel bei DEGIRO das nachvollziehen kann. Was es jetzt noch wesentlich deutlicher zeigt, ist dieser Graph hier. Ja, und der trägt also 1 zu 1, das ist jetzt ein CFD-Broker, den ich nicht mehr nutze, aber der trägt 1 zu 1 den Bitcoin-Preis. Das heißt hier Bitcoin zu US-Dollar, das ist also jetzt nicht Euro, das ist US-Dollar. Und hier habe ich hier mal ein paar Graphen eingezeichnet, die doch das Ganze noch wesentlich, also wirklich super hier verdeutlichen. Also man sieht hier nur mal jetzt die sozusagen, wie es so häufig ist, wie viele auch es gerne machen, einfach nur 6 Monate rückwirkend anschauen. Dann denkt man hier, naja, gut, was soll ich denn jetzt tun? Ja, also soll ich jetzt meine Bitcoins verkaufen oder was? Oder ja. Und wenn man jetzt aber hier nochmal 6 Monate dazu nimmt, dann sieht man doch ganz deutlich, dass wir hier in einer sehr interessanten Region angelangt sind, nämlich einer Widerstandszone, die heraus resultiert aus dem Juni bis hin zum letztendlich November 2018, also quasi eine Widerstandszone, die sich herausgebildet hat über einen Zeitraum von quasi 6 Monaten, ja, mit einer Range mit ein, zwei Ausnahmen, mit einer Range von ja, gerade mal in Anführungsstriche 1000 Dollar, was für Bitcoin-Verhältnisse gar nichts ist, ja. Auch eine Up- und Down-Phase hier von letztendlich 6.000, wo wir jetzt ungefähr sind bei 13.000, also sagen wir mal das Ganze hier, ja. Ich zeige es hier mal ein, das Ganze hier sind ungefähr 50%, also es hat sich quasi halbiert jetzt innerhalb wieder von 6 Monaten. Das ist auch, was Bitcoin betrifft, nichts Besonderes. Ja, wir sind hier nicht bei irgendeiner Aktie, wir sind hier bei Bitcoin und da ist eben Volatilität. Die ist eines der ja, Haupttreiber dieses Werts, wenn man das so bezeichnen darf. Und es gibt also ganz grundsätzlich nochmal, wie sowas überhaupt zustande kommt. Das ist immer das gleiche Spiel. Also hier haben sich wahrscheinlich ein paar Shortseller letztendlich ausgetobt und gleichzeitig eben die Überhand im Markt eben gewonnen. Dadurch natürlich auch, dass es meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, viele Retail-Trader, also viele private kleine Bitcoin-Holder, also Halter da draußen gibt, die einfach auf Spekulationsbasis hier Stops machen. Und ich meine, Bitcoin ist meiner Meinung nach das falsche Medium, also die falsche Asset-Klasse, um Stops zu setzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach rausfliegst und danach dann irgendwann der Preis doch wieder anzieht, ist einfach sowas von gegeben. Meine Strategie ist einfach völlig anders. Ich sage mir, ich nehme einen XY-Betrag, ja, 1000 Euro, 10.000 Euro, 100 Euro, ist völlig egal. Und die schmeiße ich da rein. Ja, und das ist quasi wie ja, ein Spiel. Ja, und
Und die habe ich quasi schon von vornherein abgeschrieben. Ja. Und dann schaue ich, wo der Preis hingeht langfristig. Also, und wenn ich jetzt hier mit Stops arbeite und so weiter, dann ich nehme mal an, dass hier viele halt ihre Stops gehabt haben, die einfach hier eingestiegen sind und hier oben ihre Gewinne nicht mitgenommen haben. Ja, also ich zeige es hier nochmal ein. Die hier oben ihre Gewinne nicht mitgenommen haben, aber hier unten eingestiegen sind, bei dieser Horse, so vom Frühjahr bis zum Sommer diesen Jahres 2019, die haben hier irgendwo ihre Stops gehabt. Ja, so plus minus null Stopp und so weiter. Oder vielleicht noch irgendwelche Restmengen, ja, haben hier vielleicht nur einen Teilbetrag mitgenommen und so weiter. Ja. Und die sind halt hier eben alle rausgeflogen und das hat den ganzen den Downtrend eben hier beschleunigt. Also eventuell Stops. Jetzt muss man erst wieder sagen, also das sind eventuell die Stops hier gewesen. Hier in der Phase, in der Zone. Und ganz interessant eben zu sehen, dass wenn wir natürlich hier jetzt in diese Zone reingehen, die hier doch sehr stark Widerstand, Zone über 6 Monate hier, sozusagen 6.000 Dollar sowas als Untergrenze mehr oder weniger, also auf 100 Dollar hin oder her, wie gesagt, kommt es überhaupt nicht drauf an. Und da werden wir natürlich hier natürlich sehen. Und da habe ich persönlich, habe hier eine kleine Kauforder liegen, ja. Ist aber keine Empfehlung oder sowas. Denn wir können auch ganz locker wieder auf 5.000 durchbrechen. Oh, und surprise, surprise, ich habe auch oft bei 5.000 auch eine Kauforder liegen, ja. Und genauso bei 4 und bei 3,5, ja. Weil ich nämlich durchaus davon ausgehe, dass wir nicht so wie viele sagen, innerhalb von bla bla Zeit auf 50.000 durchstoßen, sondern dass wir einfach eine große Range eine große Range sehen werden in dem Bitcoin-Preis. Okay, da sehe ich leider keine Historie. Hier müsste ich wieder zum anderen Graphen gehen, weil die das erst seit 2018 hier abbilden, dieser Broker. Ich denke eher, dass wir hier aufgrund, was sich eben ganz deutlich geändert hat seit ungefähr 1,5 Jahren, ist ja, dass die also mit Futures traden in Bitcoin und da eben auch viel Short Selling betreiben können, was davor eben nie der Fall war. Und deswegen wird es da viele Auf und Abs geben, das heißt viel Volatilität in einer riesigen Range. Und weil die Range so groß ist, ich gehe nicht davon aus, dass das Bitcoin auf Null geht, nicht in absehbarer Zeit, aber ich gehe durchaus davon aus, dass wir eine riesige Range haben werden, die meinetwegen von 4.000, 5.000 bis 12, 13, 15.000 sein könnte. Ja? Also Wahnsinns-Range. Und deswegen eben mit kleinen Beträgen hier immer, also verhältnismäßig immer super kleine Beträge zu dem Gesamtportfolio, was du hast. Und einfach abwarten und keine Stops irgendwo, egal wohin, hinsetzen. Entweder das Ding funktioniert oder es funktioniert nicht. Von vornherein das einfach abschreiben, also quasi nicht Geld da reintun, dass du dann sagst, okay, das tut mir jetzt weh oder da habe ich hier emotionale Bindung zu diesem Geld, was ich da reintue, weil das ist der falsche Ansatz bei einer Assetklasse wie Bitcoin. Also, das soll es gewesen sein zu diesem kurzen Video. Meine Meinung, persönliche Meinung zu dem ganzen Thema Bitcoin. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen schlauer geworden und meine Kauforders, meine Kauflimits sind ganz vorsichtig, ganz kleine Beträge und extremst konservativ, ja. Sodass, wenn ich hier unten bei 6, 2000 oder irgendwas, 5000, so immer wieder so kleine Beträge da quasi ausgelöst werden und das Ding geht dann wieder in 6 oder 12 oder 18 Monaten dann wieder rauf auf 13.000. Dann kann ich sozusagen meinen Einstandspreis immer wieder auslösen, ja. Und dann meinetwegen geht es eben noch weiter rauf oder eben wieder runter. Ja, das ist mir dann auch egal. Okay, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, nochmal, schaut euch ein weiteres Video von mir an, wenn ihr Bock habt. Oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos.
Mein Känguru-Steak wartet, ist es bereits fertig. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Ciao, tschüss.